Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei DRF Zertifikate. Wir richten unseren Blick wieder nach Stuttgart auf die Trends und Meinungen der Derivateanleger und darüber spreche ich nun mit Norbert Paul, er ist Derivatehändler an der Börse Stuttgart. Hallo, Herr Paul. Schauen wir zuerst gleich mal auf den DAX. Der ist ja ziemlich stark ins neue Quartal gestartet, aber so richtig stabil ist die Lage dann doch noch nicht. Wie sind denn die Anleger in Stuttgart gerade auf den Leitindex zu sprechen und setzen Sie vielleicht lieber auf den kleinen, aber doch gerade sehr wesentlich stärkeren Bruder MDAX? Ja, durchaus. Das kann man in der Tat, Sie haben es fast schon richtig schön zusammengefasst. So könnte man das sehen, denn nach Ostern, nachdem der DAX hier gleich mal fulminant auch ins neue Quartal gleich mal gestartet ist, war dann doch die Ernüchterung tendenziell wieder relativ schnell da. Wurde auch nochmal unterstützt von den Zinsentscheidungen zum einen in UK, aber zum anderen auch hier eben in der Eurozone. Die EZB hat auch nochmal in der Pressekonferenz hier noch etwas klargemacht, dass sie letzten Endes zwar ja weiterhin agieren wird, aber sie kann letzten Endes nicht die Entscheidungen der Regierungen hier vorwegnehmen. Die müssten immer noch handeln. Das sind alles so Sachen, die dann doch dazu geführt haben, dass der DAX relativ schnell auch wieder unter Druck kam. Das freut zum einen viele Anleger, die beim DAX engagiert waren, denn hier hatten nur wenige darauf gesetzt, dass der DAX wirklich gleich wieder auf Rekordjagd gehen würde, sondern hier wisst man ja eigentlich schon seit langem, erzähle ich ja immer wieder, dass unsere Anleger tendenziell eher skeptisch sind, was den DAX angeht. Und so haben wir dann gesehen, dass kurz danach, als der DAX einmal unter Druck kam, wieder Richtung 7.800 Punkte gefallen ist, haben wir dann durchaus schnell auch wieder gesehen, dass hier die Put-Engagements doch durchaus wieder überwogen haben. Einige haben schon Gewinne mitgenommen, mag sein, aber andere bleiben engagiert. Ganz anders sieht es aus beim MDAX. Hier kann man wirklich sagen, hier sind viele Anleger nach wie vor sehr optimistisch, sehr bullish auf den Index. Natürlich ist auch er jetzt so etwas in so eine Konsolidierung, Korrekturphase eingetreten. Aber unsere Anleger trauen dem MDAX auf jeden Fall mehr zu, was die Kursentwicklung angeht, als dem großen Bruder DAX. Und dann bleiben wir noch ein bisschen bei den Indizes. Was trauen Ihre Anleger denn gerade dem Eurostoxx 50 zu? Ja, der Eurostoxx 50, der schiebt sich so langsam, was die Popularität angeht, ganz weit nach vorne. Normalerweise konzentrieren sich die Anleger wirklich eher auf den deutschen Index, auf den DAX. Aber natürlich der Eurostoxx zuletzt belastet, keine Frage, durch die Krise in Zypern. Natürlich auch durch die ganzen schlechten Nachrichten, die wir aus vielen anderen europäischen Ländern hatten. Und so, wenn man den Chart sich anschaut, sieht man, dass auch im Vergleich zu anderen internationalen Indizes, wenn man durchaus sagen könnte, dass der Eurostoxx natürlich noch etwas Aufholpotenzial hat, weil er eben so stark gelitten hat. Und hier ist sehr spannend zu sehen, dass wir zum einen jetzt kurzfristig orientierte Derivateanleger haben, die mit Knockout-Calls darauf setzen, ja, dass möglicherweise so diese in Anführungsstrichen Unterbewertung des Eurostoxx vielleicht gegenüber anderen Indizes sich wieder aufholen könnte. Wir sehen aber auf der anderen Seite jetzt auch sehr viele längerfristig orientierte Anleger, die auch über Anlagezertifikate, zum Beispiel Discount-Zertifikate einsteigen. Also es scheinen nicht nur die Anleger, die kurzfristig auf steigende Kurse zu setzen, positiv auf den Eurostoxx zu sein, sondern auch die längerfristigen orientierten Anleger scheinen der Meinung zu sein, dass zumindest mal das Schlimmste im Kurs des Eurostoxx jetzt enthalten ist. Die Aktie von Siemens ist nach ihrer doch recht ausgeprägten kurzfristigen Aufwärtsrallye zuletzt wieder etwas unter Druck gekommen. Wird hier nur Luft geholt oder haben wir es schon mit einer Korrektur zu tun? Ja, unsere Anleger zumindest scheinen der Meinung zu sein, dass es wohl nur ein kurzes Luftholen ist, denn es gibt jetzt fundamental keine aktuellen neuen Nachrichten bei der Siemens, aber in der Tat natürlich als einer der schwersten Werte im DAX gehört ihm natürlich ganz viel Aufmerksamkeit und so ist zuletzt auch immer wieder von Chart-Technikern gehört zu wissen und wir haben es ja auch hier schön im Chart schon eingeblendet, dass sich natürlich die Situation, die charttechnische Ausgangslage zuletzt deutlich aufgebessert hat und möglicherweise hier eben für weitere Kursgewinne sprechen könnte. Ja, und wenn man eben schon der Meinung ist, dass der DAX nicht so ganz gut läuft, dann versucht man es zumindest mal eben über Einzeltitel zu spielen. Das haben wir in der Vergangenheit immer wieder gesehen. Und die Anleger scheinen hier klar der Meinung zu sein, nach dieser jüngsten Rallye ist jetzt zwar die Aktie etwas zurückgekommen, aber das ist in den Augen unserer Anleger sind das ideale Einstiegskurse in Long-Produkte. Also man ist der Meinung, dass sich die Rallye oder die Aufwärtsbewegung dann anschließend wieder fortsetzen sollte. Dann noch ein Wort zum Euro. Wie schlägt sich die europäische Gemeinschaftswährung denn gerade im Vergleich zum Yen, besonders vor dem Hintergrund der letzten Sitzung der japanischen Notenbank?
Vor diesem Hintergrund kann man nur sagen, der Euro schlägt sich natürlich fantastisch, denn die Bank of Japan hat ganz klar gemacht, oder beziehungsweise natürlich ihr Vorsitzender hat ganz klar gemacht, man will raus aus der deflationären Tendenz, die Japan jetzt schon ja fast ununterbrochen über eine Dekade belastet. Man will raus, man will die Inflation, man will also bewusst, dass das Geld weniger wert wird. Warum? Dass es die Japaner natürlich ausgeben, dass man dadurch die Wirtschaft wieder ankurbelt. Das ist der Hintergrund. Und man hat klar gemacht, dass man hier sehr stark dazu bereit ist, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen. Also das übertrifft fast noch die Voluminas, die eigentlich die Amerikaner immer in die Hand genommen haben. Also man will alles tun. Das freut natürlich den japanischen Aktienmarkt. Keine Frage, der von hoch zu hoch springt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, druckt man mehr Geld, bringt das natürlich die eigene Währung unter Druck. Das möchte man natürlich auch haben. Dann kann man auch zu günstigeren Konditionen exportieren. Und so sehen wir eben, ja, dass der Euro-Yen, der zuletzt noch bei 120 in etwa war, jetzt schon wieder sich aufgemacht hat, 122 und sogar noch darüber. Und unsere Anleger sind der Meinung, dass das jetzt nur der Beginn gewesen sein könnte. Mit so einer Aussage der japanischen Notenbank erwarten hier unsere Anleger, dass der Euro gegenüber dem Yen in den nächsten Tagen noch deutlich stärker wird. Zuletzt noch der Blick aufs Gold. Der Goldpreis hat in den letzten Tagen wieder deutlich nachgegeben. Ist bereits auf ein neues 10-Monats-Tief gefallen sogar. Ist der Status des sicheren Hafens damit jetzt auch wieder passé? Ja, das ist eine gute Frage. Auf der einen Seite hört man immer noch, dass es ja eigentlich genug Gründe nach wie vor gäbe, um eben auf weiter anziehende Goldnotierungen zu setzen. Auf der anderen Seite ist auch zu hören, dass sich Großinvestoren, also Hedgefonds, aber auch bekannte Einzelinvestoren, George Soros, John Paulson, dass diese Goldbestände teilweise abbauen, die sie gehalten haben, und das natürlich auch auf der Umkehrseite wiederum ja natürlich Abgabedruck auflöst. Von den Chartisten ist zu hören, dass wir uns jetzt so langsam in dem Bereich so um 1520, 1525 Dollar je Unze nähern. Da wäre wohl eine wichtige Unterstützungszone, so argumentieren diese. Und da sollte sich dann entscheiden, wie es mit dem Goldpreis weitergeht. Viele erwarten hier, dass es dann ja hier einen regelrechten Kampf um diese Marke gehen wird. Unsere Anleger indes sind schon mal der Meinung, dass nach diesen starken Kursverlusten der letzten Tage und eben diesem Annähern an diese wichtige Unterstützungszone zumindest mal jetzt in Kürze eine technische Gegenbewegung starten könnte. Entsprechend sehen wir wieder sehr starke Umsätze in Knockout Calls. Also zumindest kurzfristig kann man sagen, unsere Anleger sind wieder bullish, was den Goldpreis angeht. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Norbert Paul, für Ihre Einschätzungen und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Tschüss. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Sendung. Liebe Zuschauer, wenn Sie Lust haben, können sich diese Ausgabe von DRF-Zertifikate nochmals im Internet anschauen. Die Adresse hierfür drf.fm. Ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche an dieser Stelle wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, auf Wiedersehen.